Ja, einen wunderschönen Tag auch, Leute, und wir sind wieder bei Millennium 2.2. Es hat sich ja eingebürgert in diesem Must-Play von mir, dass ich einen Co-Kommentator habe, den ich auch heute wieder herzlich begrüßen möchte. Hallo Lars Sommer. Jo, hallo zusammen. Und wir sind natürlich wieder hier unterwegs, um neue Kolonien, neue, wie heißt das bei Star Trek immer so schön? Hast du das immer gesehen am Anfang? Ja, aber ich kann mich jetzt gerade nicht daran erinnern. Ferne Welten, neue Galaxien, irgendwie Irgend sowas. sowas, ja, genau. Ja, diesen berühmten Spruch, den man eigentlich. Ich habe relativ viel Star Trek leider geguckt, oder was heißt leider geguckt, aber diesen Spruch kenne ich jetzt leider gar nicht mehr. Warte mal, der Weltraum, unendliche Weiten. Dies sind die Abenteuer des Raumschiff Enterprise, das tief auf dem Weg. Ist ja auch egal, wir zocken jetzt einfach Millennium. Und so weiter und so fort, Und so weiter genau. und so fort. Wir erinnern uns kurz noch, wir haben Callisto als ersten Stützpunkt und können auch mal hinschalten, hier das kleine Ding hier. Haben allerdings das Problem, dass die Bevölkerung hier abgehauen ist, beziehungsweise kaputtgeschossen wurde von dem letzten Angriff. Und da brauchen wir jetzt erstmal eine Lösung. Und die Lösung sieht wie folgt aus. Wenn ihr euch noch erinnert, ich habe ja einen meiner Flugzeuge, den Carrack, hier landen lassen. Und der hat ein paar nette Sachen dabei, nämlich hier Fighters, dass der nächste Angriff nicht ganz so schlecht wird oder nicht ganz so übel für uns ausgeht. Und ich kann den jetzt hier auf dem Planeten verschrotten. Das hat den Vorteil, dass die 80 Leute, die in dem... ich verklick mich hier andauernd. Die 80 Leute, die hier drinne waren, jetzt hier auf einmal in dem Haus wohnen. Natürlich perfekt, weil... Ah, Mann! Wieder hierhin. Das hat natürlich den Vorteil, dass ich jetzt einfach die Mine anschalten kann und wir hier die ganzen schönen Sachen, wie zum Beispiel auch das Silber und so weiter, abbauen können. Ja, Aber und so hier... eine richtige Musterlösung ist das wahrscheinlich auch nicht, oder? Jedes Mal Raumschiff verschrotten für ein paar Leute. Ich glaube, es ist die einzige Möglichkeit. Also ich meine, dass es früher auch mal irgendwas gab, mit Leute zu transferieren, aber ich habe mich natürlich erinnert und muss sagen, das war Masters of Orion. Das habe ich nämlich auch sehr viel Okay. gespielt und da ging das. Und ja. Ach genau, wir haben ganz viele Probes, und die haben wir gar nicht mehr gedacht. Wir haben fünf Stück, nee, vier Stück, die muss ich jetzt alle erstmal benennen. Die können wir wieder hier, Probe 11, ich weiß nicht mehr, wo ich beim Benennen stehen geblieben bin das letzte Mal. Probe 12. Probe 13. Und natürlich, warte mal, 6 ist hier. Nee, falsch. Nee, Gracer. Ach so, in 8 ist ja alles voll hier, sehe ich gerade. 8 und die nennen wir natürlich Probe 47. So. Fertig, und jetzt können wir die alle starten lassen. Nee, ich kann dir nur mal empfehlen, das auch mal zu spielen. Das ist unglaublich schwierig mit den Mausklicks hier, weil der rechte Mausklick bringt dich immer, oder die rechte Maus, das bringt dich immer das komplette Menü raus, während dich der linke einfach nur zurückbringt. Und das ist Okay. echt, gerade jetzt bei dieser anderen Base hier, sowas von kompliziert. Aber na gut. Jetzt haben wir die alle im Orbit, und ich würde sagen, die schicken wir jetzt einfach mal zu ein paar Planeten, ein bisschen weiter weg vielleicht, dass wir da auch mal, was anderes finden. Ich würde sagen, wir nehmen mal hier Titan, das wäre das nächste, was in der Reihe ist. Schicken wir hin. Was sage ich denn da gerade? Das nächste, was in der Reihe ist? Wobei, die haben wir, glaube ich, alle schon erforscht. Da waren wir schon. Mal Hyperion. Dauert auch Sicher? halt sehr lange. Ich gucke gleich dann nochmal. Ich schicke es jetzt einfach mal los. Was weiß ich hier? Phobe? Phoebe? Keine Ahnung. Und damit noch die 47. Die schicken wir mal zu Miranda. Adios. So, und ich würde sagen, wir bauen einfach noch ein paar, weil es gibt ja noch eine Menge Planeten, beziehungsweise Monde, die erforscht werden wollen. Hast du nicht das letzte Mal gesagt, dass das eine sowieso ein Eismond war und so? Das Rhea war sowas genau. Mit Okay. eisiger Oberfläche und Eisige minus Oberfläche. 200 Grad oder so. Okay. Ja, da die Probes sowieso dann draufgehen, wenn sie ja den Planeten erforscht haben, ist es wirklich ganz egal, wie ich die nenne. Also wenn ihr euch jetzt aufregt über meine Namensbezeichnung hier, ist total egal. Viel wichtiger ist, dass ich hier die richtigen Knöpfchen auch erwische beim Drücken, sonst geht nämlich gar nichts. So, die sind jetzt auch im Orbit. Würde ich sagen, hier nochmal zu... Lass mal zu Uranus auch fliegen, also zum Planeten. Wir sind ja bis jetzt immer auf die Monde. Das liegt aber, glaube ich, daran, dass ich mich erinnere, dass die Planeten sowieso keine Rohstoffe haben. Deswegen bin ich das immer so ein bisschen umgangen. Mal hier Triton vielleicht. 300 Tage. Also ein ganzes Jahr.
Und hier nochmal vielleicht Titania. Wusste aber ich gar das Gute nicht. Ist, die Zeit vergeht relativ schnell in dem Spiel. Das ist das Gute. Man kann ja hier wirklich so weit weiterschalten, wie man möchte. Ich schau mal gerade, ob wir irgendwelche Forschungen noch haben, die wir vielleicht noch erledigen können. Ich glaube nicht. Ah, hier, das sind übrigens die Planeten. Ah, nee, also wir waren hier noch nicht, sehe ich gerade. Ah, da baue ich gleich noch mehr Sonden. Aber sonst also ich glaube, wir waren wirklich nur bei diesen Planeten und Monden, die in der Liste grün erscheinen. Okay. Oder täuschen wir es da? Ach, wir testen das einfach. Ich würde auch sagen, um jetzt unsere Rohstoffe dann abzubauen auf längere Zeit, können wir jetzt ja diese Grazers hier auch benutzen. Die können ja immerhin 250, ach, wieder verklickt, 250 einladen. Erinnert euch vielleicht noch, die haben wir früher mal zu den Asteroiden geschickt. Und jetzt lassen wir die einfach starten. Und wo ist der andere? In 7, also hier. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich die hätte umbenennen können. Oh, nein! Callisto Base. Jetzt haben wir immerhin ein paar Fighter schon. Ja, aber du weißt ja, ich kann die nicht bedienen, die Fighter. So gesehen... 24 Casualties. Da müssen wir mal schauen, ob das noch reicht. Ja. Also 76 sind noch da, das heißt 50 brauchen wir, um die Mine zu betreiben. Gott sei Dank, weil sonst hätten wir gleich hier wieder nachlegen müssen. Aber ja, Man eigentlich theoretisch da einen Orbital Laser installieren? Ah, jetzt haben wir natürlich keine Energie. Ja, ich habe es auch gerade gesehen. Da könnte man Orbital Laser installieren. Problem ist nur, wir haben noch nicht die Rohstoffe für den Orbital Laser. Und du wirst doch sehen, der Orbital Laser ist richtig gut, wenn es darum geht, sowas zu verteidigen. Jetzt haben wir auch keinen Power-Generator im K4 mehr. Mann, Mann, Mann. Also den nachbauen. So, MK4 ist fertig. Dann nehmen wir hier den Wave Rider. Der ist ja wenigstens schön schnell. Nein, das möchte ich nicht. Ich will hier das hier. Den Vierer nehmen wir mit. Was? Der hat noch gar keinen Namen. Oh Mann. Dann nehmen wir den W2. Und Crew hat er aber schon. Und... ja, vielleicht erinnert sich diese Wave Rider, die waren relativ schnell. Da ist er. Und den schicken wir jetzt direkt wieder hin. 24 Tage und dann können wir natürlich wieder weiter abbauen. Aber trotzdem ein bisschen ärgerlich. So diese ganzen Grazers, die hier sind, die schicke ich jetzt auch mal hin. Zu Callisto. Um dann halt gewisse Sachen einfach mitzunehmen. Aber sollte man dann lieber einen Carrack nehmen. Der Carrack hat ja 1000 Tonnen Nutzlast. Während die anderen hier viel weniger haben. Und hier, bevor die Zeit einfach so verstreicht, baue ich lieber einfach nochmal ein paar Reaktoren. So, das ging ja richtig schnell. Da ist er schon da. Landen. Callisto. Wave Rider. Und ausbauen. Da fällt mir ein, das wäre natürlich toll, wenn ich hier irgendwie einen Bunker errichten könnte. Auf dem Stützpunkt hier, weil in dem Bunker kann man ja die Sachen einfach reinlagern. Richtig, das wäre natürlich auch eine gute Lösung. Ja, oder ich habe eine ganz andere Idee. Die mache ich auch jetzt. Ich lasse hier meinen Wave Rider wieder abheben. Schick den. Ach, das ist der falsche. Der ist aber im Mondorbit, sehe ich gerade. Ist auch okay, dann lasse ich den landen. Und nehme einfach den Wave Rider 3. Und, habe ich nicht noch einen Solar Gen 4 produziert? Ja, der ist gerade im Bau. Da ist er fertig. Und schick jetzt einfach diesen Wave Rider hin und lad aber das ganze Ding nicht aus. Das ist auch so ein kleiner Trick. Dann kann er nämlich nicht abgeschossen werden. Und wenn die mich jetzt nochmal angreifen sollten, habe ich noch einen auf Reserve sozusagen. So. Also hoch. Hoch damit und raus mit ihm. W1. Und den schicken wir jetzt einfach zu Callisto. Ich lasse ihn einfach in der Umlaufbahn. Ist vielleicht noch einfacher. Jetzt haben wir uns um unsere Probes eigentlich gekümmert. Ja, die sind weg. Aber ich könnte noch ein paar bauen. So. Machen wir mal hier Massenproduktion. Wenn ich den Dings treffen würde hier, den Monitor. Ja, ist nervig. Probe. Ja, ich glaube, das ist die Nummer 1 Quelle, über das sich Let's Play beschweren. Die Steuerung geht nicht. Oh, was war da jetzt mit G4? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. G4 ist in Callisto-Orbit. Ah ja, okay, dann lassen wir landen.
Probe ist schon wieder fertig. Ja, also vor allem Let's Player, die, glaube ich, ältere Spiele spielen. Bei neueren ist das ja teilweise nicht so das Problem. Das ist auch der Grund, warum ich, glaube ich, nicht Dune 2 spielen werde. Kennst du vielleicht auch so eins auch der ersten Echtzeitstrategiespiele. Einfach weil die Steuerung so schlimm war. Jede Einheit einzeln anklicken. Ich glaube, das gebe ich mir nicht. So, jetzt haben wir genug Probes. Dass ich die einfacher finde, nenne ich die jetzt einfach mal T1. Und weg mit dir. Ach, da ist nichts drin. T2. Habt ihr vielleicht gesehen, da ist mir gerade was kleines Missgeschick passiert. T4. Hast du es gesehen? Die hat nämlich einen anderen Namen bekommen. Ich habe mich da ein bisschen vertippt. T6. Also siehst es gleich, wenn ich alle im Orbit habe. Mal 6 ist auch noch eine. Nennen wir den mal T7. Ach, jetzt bin ich ganz durcheinander. So ein Scheiß. Okay, und dann die letzte von mir aus T9. Jetzt, World of Warcraft-Spieler können jetzt vermuten, dass ich jetzt hier verschiedene Tiersets habe. Sag mal, nicht schon wieder. Was ist denn hier los? Ja, auf Kalisto abgesehen. Es sind wieder eine Menge. Ah, 34. Und natürlich ist wieder der... Natürlich ist wieder der blöde Solar-Gen kaputt gegangen. Na gut, viel wichtiger ist das wirklich mit der Bevölkerung. Da sind immer noch ausreichend Leute da. Und jetzt seht ihr nämlich den Trick. Jetzt lasse ich einfach hier den Wraith Rider 1 landen. Aber es ist total komisch, dass ich so oft angegriffen werde. Ich verstehe das gerade gar nicht. Normalerweise kommen die eigentlich immer nur jedes halbe Jahr. Vielleicht irgendwas gemacht, was sie nicht toll finden. So, Wraith Rider ausladen. Am besten lasse ich den gleich starten und wieder einholen. Also wieder anschalten und dann auch immer dran denken, Leute, hier wieder anzuschalten. Ich habe schon so oft den Power-Generator eingesetzt und dann nicht dran gedacht, dass ich das Ding wieder anschalten muss. Echt nervig. So, welcher war es jetzt? Ich glaube, der hier. Also den zurückfliegen. Vielleicht, weil wir so viele Probes gestartet haben, die ja eigentlich alle noch im Orbit hängen. Es kann sein, dass es mit den Probes zusammenhängt. So, das heißt, wir gehen jetzt nochmal die Liste hier durch. Und da das nicht so spannend ist, würde ich sagen, ich mache das einfach mal off-air und melde mich dann wieder mit dem LST, wenn wir das Ganze gemacht haben, beim nächsten Mal. Bis dann.